Wir nehmen die Hände vors Herz. Schaut kurz zu. Schaut zu, ihr Kinder. Всім привіт! З вами Євгенія і це канал Німецька в кулуарах. Сьогодні в нас буде йога в чудовій студії Самсара. Будемо вчити слова, які пов'язані з йогою. У нас буде незвичайне заняття йогою. Йога називається Джігамукті йога. Ходімо знайомитися. Сьогодні у нас в гостях Йохан. Щоб її ось не надивував, я виходжу на німецьку мову, а для вас я підготувала субтитри німецької мови та переклад української мови. Тобто вмикайте те, що вам буде зручніше, і погнали. Це тижня, Gib der Weg mir erstmal einen Moment anzukommen auf deiner Yogamatte jetzt. Und wenn du soweit bist, dann nimm die Hände vors Herz, leg die Handflächen aufeinander. Lass uns die Klasse starten, lass uns die Klasse beginnen. Wir immer tun, wir singen, wir chanten. Dreimal. Atme tief ein. Und atme tief aus. Ganz entspannt ein für dreimal. Singen Loma Samastha Sukhi Loma Mantra. Loma Samastha Sukhi Loma Mantra. Loma Samastha Sukhi Loma Mantra. Und dann lass die Augen geschlossen und lausch noch einen Moment der Stille nach dem Ohr. Hör die Stille. Und wenn es bald bist, dann öffnest du die Augen. Namaste. Freut mich sehr, dass es klappt mit unserer Yogastunde. Wir machen ungefähr 30 Minuten Chivamukti-Yoga. Die Definition von Chivamukti-Yoga heißt, dass Chivamukti ein Weg zur Erleuchtung ist, durch Mitgefühl allen Lebewesen gegenüber. Ja? Und Lokasamastha Sukhi Lokavantu, mögen alle Lebewesen glücklich und frei sein. Das ist unser Chant, das ist unser Motto, das ist unsere Message. Lokasamastha Sukhi Lokavantu, mögen alle Lebewesen glücklich und frei sein und mögen alle unsere Gedanken, Worte und Taten, also alles, was wir denken, alles, was wir tun, alles, was wir sprechen, ja, zum Glück und zur Freude aller Lebewesen beitragen. Ja? Darum geht es im Yoga. Ja? Yoga ist ein Weg, wieder zusammenzukommen. Ja, und Glück und Freude, aber für alle Lebewesen. Ja. Fangen wir an, die Schultern zu rollen und so ein bisschen warm zu machen, schöne Schulterkreise. Aber alles ganz entspannt. Schultern hoch zu den Ohren und über hinten unten. Wechsel mal die Richtung über hinten oben, nach vorne unten. Gern darfst du die Mundwinkel mit nach oben ziehen, damit es nicht so ernst wird. Gut.
greift die Hände mal hinter dem Rücken zu den Armen, gestreckt von dir weg. Zieht die Schulterblätter eng. Und dann löst die Hände, streckt die Arme mal Richtung Decke. Und dreh dich mal zur rechten Seite. Blick über die rechte Schulter weit nach hinten. Komm einatmen zur Mitte zurück, streck die Arme Richtung Decke. Ausatmen, dreh dich mal nach links. Super. Komm einatmen zur Mitte, streck die Arme Richtung Decke. Ausatmen, greif die Hände nochmal hinter den Rücken, greif nach einem Finger weiter. Und zieh die Arme nochmal gestreckt. Steh am Anfang an der Yogamatte. Am Anfang, komm ein bisschen weiter nach vorne. Schau, dass die Zehenspitzen auf einer Linie stehen. Nimm die Hände vor das Herz. Schließ die Augen. Und spann die Schultern. Nimm die Füße eng. Und schieb die Füße in den Boden. Die Füße schieben nach unten in den Boden. Aber zieh die Krone des Kopfes den Kopf Richtung. Atme tief ein. Atme tief aus. Und dann schieb einatmen die Handfläche Richtung Himmel. Und tauch tief in die erste Vorbeuge in Uttanasana. Und dann lass den Kopf los. Einatmen halbe Vorbeuge. Heb den Blick, schau weit nach vorn. Ausatmen ganze Vorbeuge. Lauf in die erste Eckposition, die schiefe Ebene. Schau, dass die Finger weit spreizen. Die Fingerspitzen stehen auf einer Linie, die Schultern über dem Handgelenk. Heb den Blick und ausatmen, Kniebrust, Kinn zum Boden. Einatmen, die erste Kobra, Bhujangasana, der Sanskrit-Begriff Bhujangasana, die Kobra. Und ausatmen, den Po auf die Fersen. Und dann streckt die Beine den ersten nach unten schauenden Boden. Atmen, Bhujangasana, reiz die Finger weit. Atme tief ein, atme tief aus, eins. Einatmen. Und ausatmen, zwei. Beugt die Knie, schau nach vorne und dann lauf an den Anfang der Matte. Komm direkt in die halbe Vorbeuge, heb den Blick, schau weit nach vorne, super. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Und dann schieb die Handflächen wieder Richtung Himmel, der Blick folgt, zieh die Daumen, lass die Schultern aber entspannen. Und dann zieh die Hände vors Herz, die Bergposition, Tadasana. Und wir üben im Chamukhi-Yoga kräftiges Yoga, ja? Wir fließen, wir schwitzen, ja, wir ackern, wir arbeiten. Und die Körperübungen, die wir machen, sind die Asanas. Und Asana heißt übersetzt der Sitz, die Verbindung. Also die Übersetzung des Wortes Asana ist der Sitz, die Verbindung. Und die Verbindung, die du gerade aufnimmst, ist die Verbindung von dir über deine Fußsohlen zum Boden, zur Erde. Ja? Wir haben vorhin davon gesprochen, Chivamukti ist der Weg zur Erleuchtung durch Mitgefühl allen Wesen, allen Lebewesen gegenüber. Und die Frage ist immer, in welcher Verbindung stehst du mit allen Lebewesen? Wir sind alle, ja, über diesen Planeten Erde miteinander verbunden. Und du hast jetzt die Füße fest am Boden. Und die Frage, in welcher Verbindung stehe ich da? Mit dem Planeten unter dir, mit mir, ja, mit den Yogis, die sonst alle im Raum sind, mit deinen Nachbarn, deiner Nachbarin. Schieb die Handflächen Richtung Himmel, dann neige dich tief vor heute. Halbe vor. Ganze Vorbeuge, Brettposition, Kniebrust, Kinn zum Boden, jede Kobra, ausatmen, der Hund, der nach unten schaut, Arm, Bhujangasana. Jetzt streck mal das rechte Bein nach hinten oben und dann hol den Fuß nach vorne zwischen die Boden. Tauch auf in den hohen Ausfallschritt. Und jetzt mach das hintere Bein ganz stark. Streck die Arme Richtung Decke. Zieh die Daumen, aber lass die Schultern entspannen. Atme tief ein. Und jetzt drehe ich mal mit der Ausatmung zur rechten Seite. Ich über die rechte zur rechten Seite streiche. Finger rein. Und schau nach hinten. Und spiel mal ein bisschen mit deiner Balance. Beug das vordere Knie tief. Lass den vorderen Fuß gerade. Ja, und du merkst die Verbindung. Ja, wird sich ein bisschen wackelig. Ja, du haderst und du denkst, du fällst, aber da ist auch jemand, der dich hält. Ja, wenn die Verbindungen gut sind, ja, Verbindungen passen, dann ist es fein. Schau mutig nach hinten, da ist jemand, der hält dich. Super, einatmen, tauch wieder auf, streck die Arme nach oben, ausatmen, öffne den Finger 2. Super, du merkst, die Verbindung jetzt wieder richtig fest wird, die Füße erden auf den Drittus, Außenkante schiebt in den Boden.
Beine hat ein gestrecktes Vor- oder Gebein. Und für ein erstes Dreieck, Trikonasana, zieh die Fingerspitzen nach vorne, schau in die vordere Hand. Und dann lass die Hand den Platz finden, streck den linken Arm richtig in den Reitposition, Trikonasana. Super, zieh die Schulter ein bisschen zurück, stell dir vor, du stehst zwischen zwei Scheiben, ich halte dich, keine Angst. Super, und schaff eine gute Verbindung, schieb die Füße fest in den Boden, auch die hintere Fußaußenkante kraftvoll in den Boden. Atme tief ein, ausatmen, schau nach unten. Einatmen, Kraft in die Füße, tauch auf, streck die Arme auf Schulterhöhe und ausatmen, beugt das vordere Knie tief für den Krieger 2 und bleib hier. 5 Atemzüge, atme tief ein, streck wieder das vordere Bein, super. Ausatmen, beugt das Knie wieder tief, rechte Hand Außenseite, rechter Fuß. Und jetzt der linke Arm am linken Ohr vorbei, gestreckt das Seitenknie. Super. Tief einatmen, 5 Atemzüge. Ausatmen, 4, jetzt spitzt die Evgenia. Tief einatmen, ausatmen, 5, einatmen, linke Hand zum Boden, schnapp dir den Block, mach den Schritt kleiner, bring den Fuß hierher für die Pyramide. Nimm die Hände gerne in die Hüfte. Richte die Hüfte aus, dass die Hüfte parallel steht zum vorderen kurzen Nacken. Ja, schieb die Hüfte links ein bisschen hoch und die rechts ein bisschen zurück. Mach den Schritt ein bisschen länger. Komm auf halbe Höhe, wie so ein Skispringer. Super, beide Beine gestreckt und dann löst die Hände, bring die Hände auf den Blöcke. Also ich kann die auch gerne ein bisschen höher nehmen. Gut, heb nochmal den Blick. Und ausatmen, taub die Höhe übers rechte gestreckte Bein. Super, dann streck das linke Bein nach hinten. Und hol den Fuß nach vorne zwischen die Hände. Bleib hinten auf den Zehenspitzen, tauch auf, hoher Ausfallschritt. Mach die Spur gerne ein bisschen breiter. Fuß gerne ein bisschen nach außen, dann stehst du stabil. Finde das Bein stark. Du atmest tief ein. Und jetzt drehst du dich zur linken Seite und streckst die Arme auf Schultern. Und schaust mal hier, wie es mit der Balance ist, mit deiner Stabilität. Eine gute Erdung. Fuß fest am Boden, eine Verbindung schaffen. Schön mal den Kopf. Flamme durch die Lippen. Dann nimm die Knie im Moment zum Boden. Nimm die Kniematten weit. Knie weit auseinander. Schieb den Po auf die Ferse. Die Stirn zum Boden, vielleicht auch die gefalteten Hände. Kindposition. Ja? Kurze Pause. Wow, plötzlich hast du eine super Verbindung zum Boden. Eine gute Erde. Mehr geht gar nicht. Und streck den Arm wieder vor dir aus. Klapp die Zehen um, spreiz die Finger bei. Klapp die Zehen um, streck die Beine der Runde nach unten, schau. Atem und Schmerzen. So. Streck dich und rette dich, linkes Knie beugen, rechtes Knie beugen. Kopf schütteln. Dann lauf an den Anfang der Yoga-Matte. Genau. Dann geben wir mit den Ellbogen. Leg dich so ein bisschen vorne, links nach rechts, von rechts nach links. Und dann nimm das Kinn zur Brust und roll dich nach oben auf, ganz langsam, Wirbel für Wirbel. Der Kopf geht als letztes. Zieh die Schultern hoch zu den Ohren und roll den Boden. Mach es zwei, drei Mal, richtig schöne weite Schulterkreise. Schau kurz zu mir, was wir gleich üben, ist die Baumposition. Du kannst den Baum in drei Schritten üben. Du kannst Zehenspitzen am Boden aufstellen. Du kannst den Fuß an die Innenseite der Wade nehmen. Du kannst den Fuß aber auch an die Innenseite vom Oberschenkel nehmen. Schau das zu. Ja, bring den Fuß nicht aufs Knie. Okay? Wir nehmen die Hände vors Herz. Und auch hier wieder eine gute Verbindung. Ja, jetzt dreh ich nur ein Bein. Auf das musst du dich jetzt verlassen und dann schiebst du die Handflächen Richtung Himmel, lässt die Schultern entspannen und kommst in eine richtig schöne weite Baumkraft. Der Baum darf sich ein bisschen bewegen, zum Lauf, die Hände vors Herz, ziehst das Knie wieder zu dir an, stellst den Fuß am Boden. Okay, jetzt musst du. Gut.
wieder mit beiden Füßen fest am Boden. Das ist eine super Verbindung. Ne? Es fühlt sich ein bisschen komisch an, auf einem Fuß zu stehen. Ne? Plötzlich ist die Welt so ein bisschen, ne, am Schaukeln. Die Sicherheit geht verloren. Ja? Aber Yoga will, dass wir trotzdem ruhig bleiben, dass wir weich atmen und dass wir auf dem Bein, auf dem wir stehen oder auf dem Fuß, auf dem wir stehen, eine maximal gute Verbindung schaffen. Und dann kommen auf die Matte und legen dich auf den Boden. Und dann stell die Füße am Boden auf, ungefähr da, wo die Knieplatten lagen, und die Füße hüftweit. Genau, hüftweit. An den Lagen des Körpers, gibt Kraft in die Füße. Hebt das Becken vom Boden weg, reibt die Hände in den Rücken, zieht die Schulterblätter hin. Arme schieben nach unten in den Boden, nach unten. Und das Becken hebt nach oben. Super. Mach den Bauch fest, zieh die Nabel ein bisschen nach innen, dass der Bauch fest ist, angespannt ist und hebt ja zu. Gut. Zieh die Knie zum Brustkorb ran, schau mal, dass du gerade aufeinander liegst. Und jetzt zieh die Knie zu dir ran. Zieh die Nasenspitze mal zu den Knien. Komm mit den Schultern zurück, bauchst du den Po ein bisschen nach links. Roll dich nach rechts. Okay. Genau. Knie aufeinander. Knie auf Nabelhöhe. Hand oben drauf. Linke Hand nach links, Kopf und Blick vor. Und dann gib dir ein bisschen Schwung, komm zum Sitzen. Dreh dich einmal nach vorne. Und dann arbeiten wir ja oft viel mit Hilfsmitteln, mit Blöcken und mit Decken. Egal, ob du ein Beginner bist oder fortgeschritten, nutz immer die Blöcke und nutz immer die Decke. Die Decke ist schön gefaltet. Und jetzt setze dich einfach auf die Decke, dass du so ein bisschen erhöht sitzt. Streckst die Beine vor dir oben aus, streckst die Arme Richtung Decke und sitzt erstmal ganz gerade. Die Position heißt Dadnasana, der Stocksitz. Du sitzt aufrecht, ne, wie so ein Stock. Gut, und dann langsam über die gestreckten oder leicht gebeugten Beine sitzen, die Vorbeuge. Gib nochmal den Oberkörper so ein bisschen an, schau mal weit nach vorne und schieb das Brustbein. Genau, nach vorne und oben, dass der Rücken länger. Ausatmen, taub, tief, oder zieh die Zehen zu dir. Super. Mal den rechten Fuß zu dir ran. Lass das Knie nach rechts fallen und den Fuß an die Innenseite vom Oberschenkel. Streck den Arm wieder Richtung Decke, richte das richtig schön auf. Und jetzt richte dich mal aus, über das gestreckte linke Bein und dann taub auch hier tief in die halbe Vorbeuge. Hier wieder einatmen, nochmal so halbe Höhe. Brustbein schiebt nach vorne, oben, ausatmen. Haupt, lass den Kopf los. Einatmen, komm zurück, Rücken verwirbeln. Geh das Knie zu dir ran, lass das Bein am Boden ausklappen. Gut, stell die Füße nochmal am Boden auf, hüftweit und die Hände hinter den Rücken, über die Schulter, Fingerspitze zeigen nach vorne, Kinn zur Brust. Und du hebst das Becken für die Tischposition. Mach's mit dir gemeinsam, einatmen, ausatmen, eins. Ausatmen, komm, Wirbel verwirbeln. Zum Boden, lass die Hände über die Bauchdecke hinein. Komm in die Rückenlage. Und wir schließen jede Yoga-Klasse immer mit der letzten und immer gleichen Asana. Die letzte Asana kennst du vielleicht, ist immer die Rückenspannung Shavasana, ja, genannt auch die Totenstellung. Klingt große Lippen. Vielleicht zeigen die Handflächen nach oben. Vielleicht zeigen die Handflächen nach unten, wie es sich angenehm ist. Kopf entspannt am Boden. Und am Ende der Klasse in Shavasana ist dieses wunderbare Gefühl, alles ist getan. Alles ist gut, so wie es ist. Shavasana, Asana ist eine Asana, eine Verbindung, ein Sitz, den du einnimmst. Dann lass die Bewegung hinzu, fang an die Fingerspitzen, die Zehenspitzen zu bewegen. Atmen dürfen ein bisschen tiefer werden, strecken, räkeln, vielleicht so ein Aufwachen. Und dann langsam richte dich auf zum Sitzen. Setz dich nochmal auf den Blockfinger und bei dem aufrechten, aber bequemen Sitz. Hände vors Herz. Und wir alle unsere Yoga-Klassen wollen wir auch diese Yoga-Klasse, diese ganz besondere Klasse, mit dreimal umschließen, mit dreimal am versiegeln, mit dreimal am beenden. Thank you.
Und am Ende ganz wichtig, senk das Kinn zu den Fingerspitzen, das ist die Geste der Dankbarkeit. Und du bedankst dich bei dir für die Yoga-Praxis, dass du den Weg auf die Matte gefunden hast. Und ich bedanke mich bei dir, Evgenia. Hab einen schönen Tag, danke dir. Verneige dich gerne mal tief, wenn du magst. Stirn nochmal zum Boden. Danke dir. Danke. Wunderschöne Praxis. Дякую всім, хто подивився до кінця. Я сподіваюся, ви сьогодні дізналися багато чого нового та цікавого не тільки про йогу, але й поповнили свій словниковий запас німецькими новими німецькими словами. І підписуйтесь на канал, далі буде багато ще цікавих випусків про різні цікаві заняття разом з німцями. І ставте лайк, пишіть свої коментарі, задавайте питання, якщо у вас вони є, ми з Йоханом на них відповімо залюбки. І до наступних зустрічей. Чус! Чус! Danke!